Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Hobbit. Dieses Mal wahrscheinlich die letzte Aufnahmesession für dieses Projekt. Wir trauern schon richtig drum. Nee, ehrlich. Es ist wirklich schade, dass so ein gutes Spiel eigentlich dann zu Ende geht. Möchte man gar nicht, aber gut. Alles hat ein Ende. Nur die Poster 2. Ja, ja, da kommt rein, was wir wissen, was da reinkommt. Ich muss nur kurz überlegen, wo es lang ging. Es ist natürlich jetzt eine Weile her. Wo es lang geht, kannst du schon mal gar nicht sagen. So, weißt du es vielleicht? Das ist Steinmetzkunst, was, Bilbo? Daneben wirken diese schäbigen Orklöcher richtig übel. Ja, das denke ich mir auch. Ich gehe mal kurz die Quest, den Arkenstein holen, die Türen öffnen, die Aufzüge aktivieren, Schlüsselloch freilegen. Da hinten Steine. Ja, brauche ich nicht. Achso, ja dann. Ich habe volle Stein. Schon mein Magazin voller Stein. Okay, ich glaube, es ging nach da. Da wird ja angezeigt, wo es hingeht. Da geht es zum Arkenstein. Das sieht man da an diesen Zeichnungen unterhalb der Türen. Ah, okay. Aber warte mal. Wir müssen irgendwie noch was. Ich glaube, es war nämlich hier in Richtung Schmiede, wenn das jetzt richtig interpretiert. Ja. Das andere ist dann also die Schatzkammer wahrscheinlich. Haben wir auf die Uhr? Ja, hab ich. Seit einer halben Minute ungefähr. Ah, ein bisschen mehr würde ich sagen. Ich würde sagen seit. So, und Minute. Hier sind sie wieder. Die roten. Man sieht es auch schon oben an den Spinnenweben. Und au. Au, wow, 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 wow. Ach, ich muss sagen, die Spinnen sehen hier einfach genial aus. So richtig. Ach, toll, auch noch. Gibt's Spinnen! Total goldig sehen die hier aus. Und Lennart hat einfach keine Chance. Und supermäßigen Schaden machen die jetzt morgen wieder nicht. Die Roten. Ja, sie vergiften einen. Und das ist das große Problem. Ja, aber das machen die Grünen doch auch. Ja, okay, okay, die sind nach einem Schlag tot. Ja, wir brauchen ja wahrscheinlich alle unsere Gifttränke Gegengifttränke hier aufbauen. Ja, Lennart, sie sind alle draußen. Und würden da wahrscheinlich noch ein paar mehr kommen. So. Ja. Natürlich, wenn ich 100% erreichen möchte, wenn, natürlich, das wieder nur das, wenn. Wenn das Wörtchen bin, wäre mein Vater Millionär. Gut, kennt den Spruch, kennt wahrscheinlich eh jeder. Dasselbe wie hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gekriegt. Schöne Musik im Hintergrund. Oh, mir tut mein Arsch vom ganzen Sitzen weh. Scheiß Arsch, warum machst du das genauso wie Link? Der Hobbit und Link, das sind so richtige Arschlöcher, die gehen irgendwo hin, zerstören Dinge und kriegen da werden dafür auch noch bezahlt. Na geil. Was sind das? Kleine? Ja. Also ganz normale. Hm. Ich trage sie hier nicht hin. Ja, weil das außerhalb der Reichweite ist. Call of Stein. Call of Stein. Das ist zu weit. Jetzt war's das mit Call of Stein. Gar nicht mal so übel eigentlich, die Mistviecher. Oh ja, es vergiftet einfach alles, was hier vergiften kann. Sie umkreisen mich. Gegengrifftrank und ein Heiltrank hilft doch immer wieder. Also ich glaube an das Grün, das können wir uns schon richtig gewöhnen. Und wir sind Level abgegeben. Ah, ihr scheiß Mist. Oh, jetzt machen sie die Taktik. Der eine greift an, während er sich um den einen kümmert, greift den anderen an. Nervige Taktik. Das ist echt, sind meine absoluten Hassgegner in dem Spiel. An denen bin ich jedes Mal regelrecht... Schau mal, der typische Hobbit. Ah, der ist einfach episch. Es sieht immer so aus, als wäre da irgendwie dort verwundet. Ich wette, da hinten hocken auch nochmal wieder welche. Nee, glaube ich nicht, weil du hast die für den ganzen Part, glaube ich, also für die jetzigen Teil hast du, glaube ich, alle umgebracht. Sich zeigen. Komm hoch. Die hocken da nicht. Ach, scheiße. Sind doch noch welche. Nicht gerade wenige. Du versuchst Spinnen abzuwehren, indem du auf eine erhöhte Position gehst. Hey, es funktioniert. Einigermaßen. Okay. Du Scheißspinne! Weißt du, wie das ist? Es ist so, als würde ich versuchen, mich bei... Was weiß ich? Keine Ahnung.
Lass mich überlegen. So, ist so, als würde ich versuchen, mit einem Sieb Wasser aus dem Boot zu schöpfen. Das bringt an sich gesehen eigentlich nichts. Genauso wie die Drehattacke an sich gesehen eigentlich auch nichts bringt. Oh, mei, Lennart beim... Ja, mega glitschen Spinne! Ja! Abspacken. Und die vergiften einen ganz schön lange, wollte ich nur mal anmerken. Ja. vielleicht jetzt ein bisschen Noob. Gleich kämpfen, aber Spinnen, man kann die Angriffe nicht abwehren. Also man wird trotz allem vergiftet. Ja, was ein kleines Problem ist. Und, ja. Ach, geil. Nerf die Spinnen, nicht die Relia! So ja. Ungefähr. Hey, was ist die? Ihr ist jetzt schon Zwerg? Yep. Alter, wie so ist der hierher gekommen? Habe ich noch nie gesehen. Ihr müsst zuerst die Blasebälge in Gang bringen, bevor ihr die Schmiede benutzen könnt. Versucht es im Wasserraum. Gloin kann euch sicher sagen, was zu tun ist. Das Feuer muss entfacht werden. Wenn das Feuer und die Blasebälge in Gang sind, kann die Schmiede benutzt werden. Wunderbar. Also sind wir völlig umsonst hergekommen. Ah, umsonst würde ich es nicht sagen. Und andere Sache, ich wollte es eigentlich noch was sagen. Heiltank, sehr schön. Gegengift wäre auch ganz nice. Was soll ich jetzt da eigentlich sagen? Was wollte ich sagen? Kann gar nicht so richtig gewesen sein. Ich wüsste es jetzt nicht, Ich auch nicht. Naja, wir können ja vielleicht nochmal erwähnen, Zwerge sind die besten Schmiede... Oder nee. Ja doch, Zwergen sind die besten Schmiedekünste... Zwergen haben die besten Schmiedekünste in ganz Mittelerde. Danach kommen die Elben, danach die Menschen und naja, Orks, nicht erwähnenswert. Und die besten Waffen werden in einer Elbenschmiede von Zwergen geschmiedet. Ja, das kann schon sein. Was an sich gesehen eigentlich niemals vorkommt, da, Lennart. Naja, die hassen sich, das wäre jeder, der Herr der Ringe angeguckt hat. Weiß es. Meine Güte! Ihr macht dieses macht mich voll aggressiv. Da müssen wir hin. Was? Ja, das war es. Hätten die sind gleich wieder. Was ist eigentlich da hin? Keine Ahnung. Naja, gut. Ist das alles eine Weile her, seit Teams gespielt? Ja, das glaube ich dir nicht. Was? Schmiede? Nochmal? Ja. Nee, warte mal, wir sollen. Hier Wasser in Gang bringen. Das Wasser kommt eindeutig von da. Also müssen wir auch da lang. Gehen wir uns von da hin. Hier hoch. Was ist das eigentlich? Irgendwas wird Lichtbar. Da aufgeben. Nein, das da wird was aufgehen, das weiß ich. Nur wie das alles noch miteinander verknüpft ist, tut mir sorry. Ah, Wasserraum, wunderbar. Ich weiß nicht mehr alles hundertprozentig. Ist natürlich jetzt alles schon eine Weile her. Eine ziemlich lange Treppe dafür, wenn man denkt, was für Kurzbeine Zwerge haben. Naja, so kurz ist es reicht für ein Zwerg. Also, sagen wir es mal so. Es ist alles natürlich an Zwerge angepasst und für den Hobbit ist das Ganze hoch. Ach nee. Was ist? Ich erinnere mich, das war ein Kack. Da steht auch noch was drauf. Na dann lies es doch. Hier erstmal, wer ist das? Erebor. Ah, der Erbauer. Er sieht natürlich aus wie Thorin. Er hat Erebor gebaut, also er ist der Erbauer von dieser Zwergenstadt. Von dieser einsamen Berg. So, ja, genau, dann lesen wir uns das Ganze mal durch. Nein, das hat er nicht. Ihr müsst durch Erebor gehen, um in sein Herz zu gelangen. Das heißt, wir müssen diese Runen wählen. Also ein N-T-H-R-A-T. Okay, ich hab's. Also. Das ist zum Bestätigen wahrscheinlich. Ja. Also. N-T-H- So ein H gibt's nicht, also sowas. L. Das sucht sich aus, wenn wir dann. Na, fuck. Das ist natürlich falsch. Na, dann zeigen wir nochmal, ja. A-Mars. N-T-N-R-A-T. Okay. Also. N. T. T. L. Ja. T. A.
Nee, warte. AT war's, Glocken. Wie? Ja. AT. Also NT, NR, AT. N. Natürlich heißen die Runen was anderes, das ist mir schon klar. N. NRAT. Ja. N. R. R. Was kommt nach? Das ist dieses hier. A. Und ein T. Und somit so, ist das Tor offen. Ja. Autsch. Was war das gerade? Das muss der Raum sein, der das restliche Königreich mit Energie versorgt. Ja. So. Speichern wir nochmal. Hallo, Gloin. Mein Vater hat diesen Raum gebaut. Er ist absolut genial. Diese Kanäle leiten Wasser in jeden Raum. Diejenigen, die vorn herauskommen, betreiben Dinge in anderen Räumen des Berges. Diejenigen, die an der Seite herauskommen, tja, wozu die gut sind, weiß ich auch nicht genau. Leitet mit diesen Schaltern das Wasser, wohin ihr wünscht. Der Trick ist, alle Kanäle gleichzeitig zu aktivieren. Ja. Damit haben wir jetzt unsere nächste Anweisung gekriegt, was wir tun müssen. Da Schatzkammer, da, weiß nicht, was das ist. Fässer. Nee, Krüge. So, dieser Krüger. Fluss ist das eilige Wasser. Der entspringt hier. Und man sieht hier auch Wasser. Naja, gut, Wasser. In Anführungszeichen. Den Raum werden wir später noch etwas genauer unter die Lupe nehmen, jetzt drum ist. Jetzt klettert der Hobbit erstmal, oder mehr Bilbo, an einer Anführungszeichen Steinleiter hoch, was damit nicht wirklich in die Kamera. Was können wir damit bitte schon steuern? Dann schauen wir uns das mal. Ah ja. So, das, wie er es schon gesagt hat, das Ziel ist, alle rauszulassen. Also überall an jeder Stelle muss das Wasser rauskommen. Nee. Ah, guck mal, hier oben, die zwei Kanäle. Wie war drin? Wunderbar. Da lassen wir es doch auch gleich mal so. Wobei, man kann ja auch in der Theorie auch hinbekommen, dass alles funktioniert. Den kann ich drehen. Das macht nämlich keinen Unterschied, weil der hier durch Wasser bekommt. Ja, ja. Muss mal überlegen. Hier ist eh so Wasser verteilt. Dadurch, das bringt nichts, wenn ich also dementsprechend so mache. Ja, also da hat Lennart noch eine Menge zu schaffen. Ah, der Seite kann eh nichts machen. So, ja, in die Richtung. So. Machen wir das hier noch auf? Oh, wenn wir das gar nicht an sich gesehen wollen, aber wir kriegen es ab. Die Truhe ja, will ich auch holen. Ist auch klar. Aber, naja. So. Was habe ich jetzt bitte betätigt? So. Ja, du hast ja jetzt beim. Ja, ja, ich weiß. Ne, nochmal drehen. Noch einmal, genau. Dementsprechend bist du nach links. Links. Ja, schon klar. Genau. Und dann jetzt nochmal. Genau. Wunderbar, somit haben wir das erste wirkliche Ziel abgeschlossen. Verlassen. Jetzt können wir wieder runter. Oder wollen wir klettern mal hoch? Ah, okay. Express. So, jetzt müssen wir uns noch überlegen. Da müssen wir noch. Also, wo sind die jeweiligen aufgegangen? Das ist natürlich eher unpraktisch. Da hinten, also würde ich sagen, da drüben. Dreh dich nochmal. Da. Nee, doch nicht. Scheiße. Mist. Scheiße. Scheiße! Die sind unter Wasser, das heißt, da ist schon kein Problem mit. Irgendwo in den Hallen wird es schon sein. Ja, das denke ich mir. So, und dann nochmal abspeichern. Speichern. Speichern. Oh Gott,
Es wird mit der Zeit irgendwie auch ein bisschen nervig. Jedes Mal müssen sagen wir. Sag mal, wie lange haben wir schon? 13 Minuten. Gut, dann ist auch noch ein Schnitt. Nee. Ja, komm jetzt! Gut, dann mache ich hier noch die Fässerdings da und Teil kaputt. Ja, und Krüger. Krüge. Krüger. Krüger. Hm. Klüger. Hm. Gut, also. Sind wir an dieser Stelle, wir machen hier nochmal einen Speicherpunkt. Und müssen leider einen Cut setzen. Leider. Es ist so schlimm. Tut mir leid, Leute. Also dann. Bis zum nächsten Mal.